Oma mehr oder weniger gescheitert ist. Wenn wir gucken Gaza zum Beispiel, wenn wir gucken Südlibanon und wenn wir sogar gucken Teile der Sinai-Halbinsel, die Israel 79. Ich will damit nicht sagen, falsch, es war richtig, aber man muss gucken, Vakuum, was hinterlassen wurde, wer füllt das Vakuum? Nord, West, Sinai-Halbinsel ist heute Hochburg islamischen Staates. Ja? Es sind einige beduinische Stämme, die sehr kriminell sind, die dort islamischer Staat sind. Und Gaza und Libanon habe ich schon erwähnt. Heute wirkt es so, dass diese Länder, die mit uns diese Wirtschaftsinteressen teilen, tatsächlich mit uns, mit Israel, einen langen Weg gehen möchten. Einen langen Weg, an den ich persönlich glauben möchte. Warum? Weil auch in vielen dieser Ländern, wo ich nachgehakt habe und gesagt habe, das Thema Palästinenser, stört das nicht? Wurde mir gesagt, ja, es stört. Versucht es zu lösen. Wir wissen, dass es gerade mit denjenigen, die dort in diesen palästinensischen Gebieten regieren, mit keinen der drei Fraktionen, weder mit der Fatah, noch mit der Hamas, noch mit dem islamischen Dschihad jetzt gerade möglich ist. Aber ihr müsst es früher oder später irgendwie lösen, damit ihr unseren Feinden in Haus die Argumentation nimmt. Weil viele der Extremisten in all diesen arabischen, muslimischen Ländern, die sind einfach damit groß geworden zu glauben, die Juden klauen Land, die Juden gefährden Al-Quds, wir wollen ihnen die Moscheen rauben, wir wollen ihre Kinder töten, bla bla bla. Alles, was ihr so aus dem Mittelalter von den Christen kennt, ist heute bei den Muslimen angekommen. Und das ist eine Sache, wenn mit den Palästinensern es ruhiger wird, hoffentlich, dann wird auch diese Argumentation wegfallen. Also das heißt, du, also zum einen siehst du, dass irgendwie diese Abkommen oder die Bereitschaft der arabischen Nachbarn mit Israel zu koexistieren und zusammenzuarbeiten als perspektivenreich, so habe ich verstanden, mindestens möchtest du daran glauben. Und zum anderen siehst du, dass da verschiedene Interessen im Spiel sind, nicht nur der gemeinsame Feind, sondern viele Faktoren wirtschaftlicher, wissenschaftlicher Art. In diesem Kontext, wir hatten eigentlich bei Abrahams Abkommen, also hoffentlich schließen sich noch weitere Länder, natürlich arabische Länder, diesem Abkommen auch. Wir hatten im Grunde nur drei Spieler, Israel, die Vereinigten Staaten, klar, und dann die arabische Nachbarschaft, ich sag mal so. Aus deiner Wahrnehmung, wo kamen die entscheidenden Impulse her? Also wer hat als erster sozusagen diese Hemmschwelle überwunden? War das sozusagen die Vereinigten Staaten, die haben gesagt, komm, jetzt? Oder waren das wirklich so Impulse aus den arabischen Ländern selbst? Denn du hast gesagt, es gebe da so eine Veränderung der Wahrnehmung, ja, Veränderung bei der Wahrnehmung des Bildes von Israel, Veränderung bei dem Verhältnis zu den Juden. Wie siehst du da, also wer hat tatsächlich so den entscheidenden Impuls verpasst, sodass diese, ja, so diese Träume sozusagen wahr geworden sind? Wie siehst du das? Ja, also erstmal, ich habe vorhin kurz angesprochen, die Entwicklung, diese Positiven sind keine Sache der letzten 1, 2, 3 Jahre, sondern man könnte sagen, letzten 20 Jahre. 20. Aber, das mag man in Deutschland nicht hören, auch an anderen Orten, den wesentlichen Push hat die Trump-Administration gegeben, die Amerikaner. Und das Trump-Team, was für den Nahen Osten zuständig war, die sind wirklich back-to-back hinher und haben Druck, insbesondere bei den arabischen Partnern ausgeübt und gesagt, Leute, hört zu, wir sind in einem Camp. Das eine Camp ist das, nennen wir es mal westliche Camp mit Israel und den arabischen sunnitischen Staaten, größten Teil der arabisch-sunnitischen Staaten. Auf der anderen Seite uns gegenüber stehen die Russen, vielleicht die Chinesen und der Iran. Und ihr müsst jetzt gucken, wo steht ihr? Wir müssen jetzt hier gemeinsam Flagge zeigen. Dieses Outing, was 15. September 2020, also jetzt genau vor 2 Jahren fast, zustande kam, als Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain in Amerika diesen Friedensvertrag unterschrieben hat, kam durch Druck der Amerikaner, um ein ganz klares Zeichen zu setzen. Und ihr müsst euch vorstellen, für die Bahrainis oder für die Vereinigten Arabischen Emiraten ist das keine einfache Sache. Ihr guckt auf die Landkarte, auf die Weltkarte und ihr müsst sehen, dass Bahrain ist ein Mini, ist eine Insel und die Vereinigten Arabischen Emiraten ist auch ein kleiner Staat. Und wer ihnen gegenüber sitzt, auf der anderen Seite des persisch-arabischen Golfes, ist ein mächtiges Monster. Dieses Mullah-Regime macht ihnen Angst. Dass sie dieses Outing gemacht haben und sich mit Israel tatsächlich öffentlich zu dieser Freundschaft, zu Frieden bekannt hat, zeigt einerseits,
wie viel Angst sie wirklich haben und auch wie sehr sie Israel und die Amerikaner tatsächlich on board haben müssen, um zu überleben auch. Ihr seht es an der Ukraine, ihr kennt andere Beispiele in der Geschichte. Es gibt keine Garantie, muss ich als Jude, glaube ich, niemand hier erklären, es gibt keine Garantie zum Überleben eines Individuums oder eines Staates. Nach wie vor. So eine Art Dschungelsituation, wenn du mächtigen Widersachern gegenüberstehst. Auch Israel hätte heute nicht sein können, wenn Dinge anders gelaufen wären in den letzten 70, 80 Jahren.